Herzlich willkommen zu diesem Podcast Art and Cross with Nina Kay. Mein Name ist Nina Krämer und ich möchte mich beschäftigen mit Fragen wie, was hat Kunst mit Glauben zu tun? Wie geht Kirche mit Künstlerinnen, professionellen Künstlern um? Was hat Gott mit Kunst zu tun? Und so weiter. Und dazu habe ich gute und schöne und interessante Fragen, gute und schöne und hoffentlich spannende Antworten von Menschen, die sich da viel gedacht haben dazu, aber auch aus der Kunst kommen. Heute mein Gast, und du kannst dich freuen, ist Thomas Nowak von der Vereinigung, dem Netzwerk Das Rad. Und ich bin sehr gespannt. Bleib dran, kurz nach der Pause. Herzlich willkommen, Thomas. Wir kennen uns eigentlich jetzt ein paar Jahre schon, weil ich irgendwann gehört habe vom Rad. Du wirst uns jetzt gleich erklären, was das ist. Aber nachdem ich dich jetzt nur wahrnehme als das Herz von einem Verein, von einem Netzwerk von ungefähr 300 Mitgliedern in etwa. Ein bisschen mehr sogar schon. Ja. Und du bist so das Herz, du bist der, dem man immer wieder begegnet. Dachte ich kenne dich so gut, aber eigentlich haben wir privat noch nicht so viel miteinander geschwätzt. Vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen, was du machst. Ein paar Hard Facts. Ich bin von der Ausbildung her Musikpädagoge und habe eine Zusatzausbildung als Kulturmanager. Und arbeite in diesen Professionen sozusagen in zwei Jobs. Den kleineren hast du gerade genannt, das Rad. Da habe ich eine Honorarbeauftragung mit, wenn man das schätzen möchte, etwa 25% einer Angestellten-Tätigkeit. Und meinen größeren Teil meines Jobs, den verbringe ich tatsächlich eher im Musikbereich. Ich bin Referent beim Verband für christliche Popularmusik in Bayern. Das ist ein Kirchenmusikfachverband der evangelischen Landeskirche, der lutherischen Landeskirche. Ach, das war fast schon zu schnell. Also ein christlicher, wie sag nochmal, also der Popularmusikverband? Verband für christliche Popularmusik in Bayern e.V. Das ist eine Krücke, weil Musik ist erstmal Musik, aber wir wollen deutlich machen und klar machen, dass wir als Christen sozusagen in unseren Kirchen, in unseren verschiedenen Denominationen natürlich sprachfähig sein müssen. Und die Sprache unserer Zeit ist Popmusik. Und deswegen gibt es in Deutschland, mittlerweile auch in Österreich, herzlichen Dank, dass ich auch da sein darf. Es gibt auch in Österreich mittlerweile für die evangelische Kirche einen Popbeauftragten. Und das ist quasi mein Hauptjob, den ich mache. Da habe ich also auch mehrere Hüte auf sozusagen. Das freut natürlich mein Herz, weil Artcross oder wir sind angetreten, auch diese Vision zu erwecken, dass Kirche oder wo Christinnen und Christen zusammenkommen, Kunst einen Stellenwert bekommt, dass aber auch die Sprache des gemeinen Volkes gesprochen wird, würde Luther jetzt sagen. Also dass man eben in einer Sprache spricht, wo man ankommt, Popmusik so eine Sache und ein Popbeauftragter. Wow, also I stand in awe. aber zurück zum Rad. Ja. Magst du mal erzählen, was das ist? Das Rad ist schlicht und ergreifend ein Verein zunächst mal, eine Gemeinschaft von Menschen, die als Christen professionell als Künstler arbeiten. Und das ist, glaube ich, schon mal die wichtigste Grundsatzinformation dazu. Da will ich auch gerne mit dem Vorurteil gleich aufräumen, weil wir ja eben der Begriff kirchliche, christliche Blase dürfte vermutlich den meisten der Zuseher bekannt sein, weil ja immer ganz gern von christlichen Künstlern geredet wird. Die gibt's nicht. Ja, es gibt Christliche Künstler gibt's nicht. Es gibt keine christlichen Bäcker, es gibt keine christlichen Ärzte oder Ärztinnen, es gibt deswegen genauso wenig christliche Künstler. Es gibt Menschen, die Künstler sind und die Christen sind und die deswegen professionell in ihrem Beruf arbeiten. Und es gibt vielleicht einige, die dann, da müssen wir dann wie bei anderen Berufen auch über Berufung sprechen, die möglicherweise eine besondere Berufung haben in Bezug auf die Frage, was sie als Christen dann mit ihrem Beruf machen sollen. Ja, also es gibt ja gute Gründe dafür, dass es einen hauptamtlichen Kirchenmusiker gibt. Das haben die Großkirchen begriffen. Ja, die Freikirchen tun sich damit noch ein bisschen schwer. Da muss das immer alles umsonst sein, beziehungsweise umsonst stimmt nicht, aber kostenlos. Umsonst ist es ja nie. Und von daher ist es so, dass Menschen möglicherweise dann eben, wenn sie Künstler sind, und wenn sie als Christen natürlich mit einem ethischen Grundgerüst arbeiten, vielleicht dann auch nochmal von Gott besonders herausgefordert werden und eine besondere Berufung bekommen als, was weiß ich, Kirchenmusiker oder in deinem Fall als Arztpastorin. Das ist schon eine besondere Geschichte und da lohnt es sich immer mal hinzuhören, was, ich sage immer Chef, ihr sagt gern Papa, habe ich mittlerweile mitbekommen in Österreich, also ich sage immer ganz gern der Chef. Manche von euch, genau. Also ich sage immer gern der Chef, was der Chef dann unter Umständen so noch im Köcher hat.
Du sagst jetzt, du hast jetzt auch Künstler genannt für vielleicht Zuschauerinnen und Zuschauer, die mit Künstlern immer was Bestimmtes verbinden. Du hast ja jetzt auch mit einem Vorurteil aufgeräumt, es gibt keine christlichen Künstler, so wie es keine christlichen Bäckerinnen gibt. Vielleicht wollen wir auch mit diesem Begriff Künstler aufräumen, weil da denkt man oft so an einen crazy Typen. Welche Fachgruppen gibt es auf dem Rad? Also mal ganz grundsätzlich, Kunst beinhaltet ja sehr viel. Auch der Begriff Künstler ist in der Entwicklung in den letzten Jahren sehr intensiv. Es ist interessant, dass die nachwachsende Generation sich eher als Kreative begreift, denn als Künstler. Der Künstlerbegriff, ich glaube, das ist so eine Geschichte von Kerneuropa, dass das immer so was Besonderes gehabt hat. Menschen, die Künstler sind, egal ob sie Designer sind, ob sie darstellende Künstler sind, also ob sie auf der Bühne stehen, ob sie Musiker sind, ob sie Designer sind, übrigens auch Architekten, gehören auch dazu, um eben ein paar Fachgruppen oder ein paar Fachbereiche zu nennen. Künstler sind immer Menschen, die einen besonderen Blick geschenkt bekommen haben, sage ich mal, ja. Und die deswegen unser Leben transformieren können und für andere Menschen aus einer anderen Perspektive sehen können. Dass das manchmal extrem verrückt ist, das wissen wir alle, dass das von manchen unter Umständen auch zelebriert wird, weil das auffällig ist, ist eine andere Geschichte. Aber zunächst mal gibt es ganz viele Menschen, die künstlerisch tätig sind, die dir vielleicht nicht als Künstler auffallen würden. Ja, weil sie so von sich behaupten, zum Beispiel, sie sind ja nur Handwerker oder eben Kreative. Oder Kreative, genau, ja. So ist das. Aber du hast jetzt was Schönes gesagt, auch diesen Spiegel vorzuhalten oder auch, das sagst du mal, hast du mal gesagt, existenzielle Fragen zu stellen, dass also Künstler schon auch diese Fähigkeit haben, uns als Gesellschaft, aber auch als Einzelne zu, ich sag's mal so, zu provozieren. Und das tut halt auch nicht immer gut. Also das fühlt sich ja nicht so gut an, wenn man mal ein bisschen geschüttelt wird. Was glaubst du überhaupt? Was geht da ab? Und das Gespür, wo geht die Reise hin? Ja. Also Fachgruppen, noch einmal zurück zu den Fachgruppen. Ja. Es gibt beim Rad verschiedene Fachgruppen. Und jetzt du da draußen, wenn du professioneller Künstler bist, ich werde gleich Thomas fragen, was das ist oder welche Anforderungen das hat beim Rad. Was ist das eben? Wenn du ein Künstler bist und dich dafür interessierst, ich lade dich herzlich rein, mal reinzuschnuppern, das Rad e.V., das Rad Christen, Künstler, wenn du googlest, man landet auf eurer Homepage, man kann das sich mal an. Da steht auch die Vision und das ist ganz, ganz einfach. Magst du die Webadresse sagen? Dasrad.org, das ist relativ dasrad.org, genau, es ist relativ schnell gesagt. Wie kommt man zum Rad oder beziehungsweise, ich habe ja schon von der Professionalität erzählt. Also im Prinzip ist es tatsächlich so, dass wir eben sagen, wir wenden uns ausschließlich an professionelle Künstler. Professionell hängt jetzt nicht, das ist auch so eine zentraleuropäische Geschichte, hängt nicht unbedingt an einem Studium. Ja, das ist natürlich bei vielen der Fall, dass du eine Ausbildung machst. Das kann auch bei manchen künstlerischen Berufen auch durchaus eine handwerkliche, also eine Berufsausbildung sein. Also Moment mal, also Künstler werde ich jetzt nicht, weil ich von Gott getroffen bin und im Gottesdienst mir eine gute Idee kommt und dann beginne ich irgendwie entweder, weiß ich nicht, zu malen oder zu tanzen oder ein Instrument, sondern ich muss da was lernen. Da redest du zunächst mal sozusagen von den Menschen, die vielleicht eben in dieser kirchlichen Blase sitzen sozusagen und die denken, plötzlich macht es irgendwie so. Klar, Gott ist ein Kreator, das wissen wir alle. Und es gibt Menschen, die haben vielleicht etwas mehr mitbekommen. Aber wenn du deine Kunst oder das, was du mitbekommen hast, tatsächlich auch dann leben möchtest oder davon auch leben möchtest, dann ist es wie bei allen anderen Berufen erstmal auch eine Fertigkeit, die man vielleicht im Sinne einer Begabung geschenkt bekommen hat, muss trotzdem professionalisiert werden. Und ich bin selber ja nun Musiker und die meisten, ich bin mir sicher auch die meisten der Zuseher wissen das, Musiker üben unendlich viel und gerade bis man zu einer Perfektion, wobei Exzellenz. Das Exzellenz Perfektion kommt, ich ist weiß, nicht mein das, Wort. Ist, nee, das ist auch gut, dass du es nochmal sagst. Also schwingen in beiden Dingen unterschiedliche Aspekte sozusagen mit. Ja. Aber bis du zu einer Exzellenz kommst, ist es wie in jedem anderen Beruf auch. Du musst was tun, dorthin zu kommen. Du würdest dich nie einem Arzt anvertrauen, von dem du weißt, dass der nie eine Operation gemacht hat. Ja.
du gehst in ein Konzert, weil du etwas Bestimmtes erwartest. Und deswegen ist es klar, man macht eine Ausbildung oder ein Studium dabei. Aber, das ist auch die ganz spannende Geschichte, im Bereich der Kunst ist das schon so, es gibt ganz großartige sogenannte autodidakte Künstlerinnen und Künstler, die nie irgendwo eine Ausbildungseinrichtung von innen gesehen haben. Da gibt es viele Beispiele, die man anführen könnte. Und deswegen, da fällt mir trotzdem ein Beispiel ein, für alle, die zusehen beim Podcast. Es gibt die Artcross Morning Show, Good Morning Artcross, und da gibt es Bits and Pieces und Ausschnitte von dem Festivalprogramm 2023, unter anderem den Auftritt von dem großen Gitarristen Martin Moro. Und wir hatten also jetzt dieser Tage wunderbare Beispiele, und er sagt immer, er hat schon Gitarre gelernt an der Musikschule ein bisschen, ganz klein, aber eigentlich ein kompletter Autodidakt. Also solche Beispiele gibt es auch. Genau, also da gibt es sehr viele sozusagen. Und deswegen, aber er übt auch wirklich jeden Tag. Das ist für viele relativ normal. Es gibt aber da eben, wir sind alle individuell, es gibt sehr unterschiedliche Zugehensweisen dazu. Aber de facto ist es so, professionell bedeutet bei uns als Zugangsvoraussetzung eben nicht, dass du nur mit einem Studium oder einer Ausbildung quasi zugelassen werden kannst, sondern es ist einfach so, dass wir uns versuchen, der ganzen Person zu nähern. Ja, und wenn jemand Autodidakt ist, dann kann er ja nicht unbedingt einen Schein vorweisen, sondern dann ist einfach die grundsätzliche Frage, mit was verdienst du zum Beispiel deinen Lebensunterhalt? Ja, in Deutschland würde ich jetzt sagen, wenn jemand in der Künstlersozialkasse ist, das ist so ein Spezialding, was wir in Deutschland haben, dann ist das ja schon mal ein gewisser Ausweis, dass der tatsächlich künstlerisch arbeitet. Weil es geht ja darum, ob er das auch wirklich tut. Richtig, oder das nur behauptet, oder ob das wirklich schon eine zentrale Geschichte ist. Es ist ein Unterschied zwischen, das ist mein ausgeprägtes Hobby. Richtig. Oder auch wirklich ein Ehrenamt oder auch ein Dienst in einem Gemeindesetting. Ja. Wir haben schon immer wieder das Lobpreisthema, ja, Lobpreisleiterin, Lobpreisleiter oder also wirklich auch ein intensiver Dienst, aber ich habe einen Hauptberuf, ich habe eine andere Mitte in meinem Leben oder ob das meine Mitte ist, das ist ein Unterschied. Das ist ein erheblicher Unterschied, und jetzt muss man natürlich der Gerechtigkeit halber noch dazu sagen, Künstler tun sich immer noch sehr schwer, sage ich mal vorsichtig, in der Mitte der Gesellschaft anzukommen. Es gab ja mal so diesen berühmten Spruch, die Künstler kommen ins Dorf, hängt die Wäsche ab. Ja? Also die Menschen, die mit dem Wagen unterwegs sind und dann ein Puppenspiel bringen oder sonst irgendwas, das hat ja auch immer den Ruch, die sind eigentlich letztlich eher am Rand der Gesellschaft. Und wir haben heute immer noch die Schwierigkeit, dass viele Künstler tatsächlich nicht unbedingt von ihrem Beruf leben können. Der Durchschnittsverdienst, jetzt wenn ich das auf Deutschland beziehe, der Durchschnittsverdienst der Künstler hochgerechnet ist etwas besser geworden. Aber Künstlerinnen und Künstler verdienen statistisch gesehen etwas über 10.000 Euro im Jahr Gewinn. Das heißt, das ist das Geld, wovon sie im Prinzip im Monat leben sollten, wenn sie alle ihre Dinge, die sie brauchen, um ihre Kunst nochmal abziehen können. Und dann kannst du dir unschwer vorstellen, dass der Regelkünstler davon nicht leben kann. Eine Familie zu erhalten, schwierig wird und so weiter. Ja? Genau, das heißt also, dass die Menschen meistens in irgendeiner Form einen, ich möchte nicht sagen Zusatzberuf, aber oft einen Brotberuf haben in bestimmten Bereichen. Unterrichten zum und Beispiel. Das ist ein Punkt, ja. Und es gibt Berufsgruppen, wie zum Beispiel die Schauspieler, die dann auch noch zusätzlich durchs Gesamtsystem letztlich auch benachteiligt werden, weil die kriegen zum Beispiel keine Angestelltenverträge oder in den wenigsten Fällen. Ja. Und dann hast du das Problem, dass du einen Monatsvertrag hast und dann, was passiert dann? Dann musst du bei uns in Deutschland zum Arbeitsamt und musst dich jedes Mal nach sowas arbeitslos melden, letztendlich, damit du überhaupt noch Geld bekommst. Das hat gerade auch bei Corona, aus diesen Zeiten kommen wir ja langsam raus, zu großen Problemen geführt. Und ich sage das ganz klar und ganz deutlich, die Kunst hat während Corona europaweit schlicht und ergreifend ein Berufsverbot gehabt. Weil Bühne bedeutet, mit Menschen in eine Interaktion zu treten, bei Musik oder Schauspiel im Raum zu sitzen, und wenn da keine Leute mehr rein dürfen, dann war das de facto ein Berufsverbot. Hat niemand so gesagt, ist aber so. Ja. Und dann ruderst du da finanziell und dann kommst du in irgendeine Kirche oder in ein Setting, wo Gläubige sind, und dann sagen die, geh, spiel mal schnell, mach mal schnell, und das machst du ja eh. Ja, kostenlos. Vor allen Dingen die erste Frage ist, also wie gesagt, da rede ich jetzt von meinem Musikbusiness, die erste Frage ist ja dann immer, kann man da nochmal am Honorar irgendwie drehen sozusagen. Und im Kirchenbereich generell, also wie gesagt, ich nehme jetzt mal die beiden Großkirchen aus, die ja durchaus
begriffen haben, dass der Bereich Musik eben ein verkündigender Dienst ist und damit die Leute auch Geld bekommen müssen dafür. Also es gibt das Hauptamt ja in beiden Großkirchen und es gibt auch das Nebenamt. Ja. Also in meinem Verband ist es so, dass wir ganz viele Menschen in einer nebenlichen Ausbildung qualifizieren. Die können dann tatsächlich auch angestellt werden nebenamtlich, aber man bekommt dort Geld und man bekommt nicht nur den berühmten, wie es in manchen christlichen Satiremagazinen ist, den berühmten Gotteslohn nach dem Motto, ich habe ein großes Konto im Himmel, ja, und das ist jetzt auch offiziell, aber hier kriege ich nichts und muss meiner Familie dann erklären, warum der Kühlschrank leer ist oder muss zur Tafel gehen. Diese Realität gibt es immer noch sozusagen. Ne? Da kommen wir auf einen guten Punkt, nämlich schon auch auf Beziehung Kirche-Künstler. Ja? Da geht es ja auch nicht nur ums Geld, es geht auch um Verständnis, Wertschätzung, du sagst in der Mitte ankommen. Was würdest du sagen, und das verknüpfe ich auch mit dem Rat, was brauchen Künstler generell, es kommt ja immer aufs Genre an. Nicht ja. Jede Kunst und jede Künstlerin ist gleich. Ja. Ja. Aber was würdest du sagen, was tritt das Rad an? Wir sehen die Bedürfnisse, wir wollen da auch investieren. Und was würdest du jetzt Menschen mitgeben, die keine Künstler sind, professionellen, Professionisten? Was kann man tun für die Menschen, außer dass man auch sagt, hey, was ist dein Honorar? Was sonst brauchen sie? Ich rede es mal von mir persönlich, ja. Ich würde mir wünschen, dass es möglich wird, dass auf der einen Seite so ein bisschen dieses komische Herausgehobensein eher etwas weniger würde. Der Künstler wird ja ganz gern so, oder die Künstlerin wird ja so ganz gern als bunter Vogel beschrieben. Ja? Und es ist immer wichtig, diese Menschen zu haben. Man möchte auch ein Stück weit zu ihnen aufschauen. Man bekommt auch letztlich viele Anregungen von ihnen, aber das endet an einem bestimmten Bereich sozusagen und dann sind sie dann doch wieder so bunte Paradiesvögel. Wenn das mal ein bisschen weg wäre, also wenn man begreift, Künstler sind Künstler und damit erstmal auch Menschen, letztlich wie der andere, die an bestimmten Punkten etwas geschenkt bekommen haben, wo sie Menschen Fenster in andere Bereiche aufmachen können, dann hätten wir schon viel erreicht, sage ich mal. Ich glaube, dass in den Großkirchen das durchaus der Fall ist. Ich würde mir wünschen, dass man nicht immer von Künstlern erwartet, dass sie das kitten, was in unserer Gesellschaft an vielen Punkten falsch läuft. Also auch das ist so eine Geschichte, die gerade in der aktuellen Kulturdiskussion hohe Wellen schlägt. Als Beispiel, so macht mal einen Film, damit alle begreifen das, oder was meinst du damit? Also genau. Ein Beispiel. Also, ein Beispiel wäre momentan, wir haben das in Deutschland und auch in Österreich, haben wir ja stark den Rechtsdrall sozusagen momentan und da geht es dann plötzlich darum, politisch gesehen, und dann geht es darum zu sagen, Künstler müssen irgendwie dazu beitragen, dass die Gesellschaft wieder diskussionsfähig wird. Wenn das unsere Politiker und Politikerinnen nicht schaffen, ja, warum sollen es plötzlich Künstlerinnen und Künstlerinnen richten sozusagen, die ohnehin schon versuchen, letztendlich mit dem, was sie tun, aufzuwecken, zu provozieren, aber auch zu verbinden, zusammenzubringen. Das wäre so ein Punkt, sage ich mal vorsichtig. Da kriege ich immer ein bisschen die Krise, wenn von Menschen, die, ich habe es gerade schon gesagt, de facto von der Politik zum Beispiel auch letztlich in ein Berufsverbot geschickt worden sind während Corona, dann sollen sie aber plötzlich wieder Dinge machen, für die sie dann unter Umständen auch, je nachdem wie sie finanziert werden, eigentlich auch gar nicht gut bezahlt worden sind. Du gefällst mir. Also das ist schon sehr provokant und darum wiederhole ich einen schönen Satz. Also Künstlerinnen und Künstler sind normale Menschen. Ja. Aber sie haben vielleicht auch diese Gabe bekommen, den Himmel oder die Fenster aufzumachen in bestimmte Bereiche. Das wäre einer meiner zentralen Sätze. Also wenn wir jetzt mal an Christen denken, das ist ein altes Problem, weswegen sich Christen vielleicht auch manchmal mit Kirchen oder in Kirchen schwer tun, vielleicht auch, ohne dir zu nahe zu treten, gerade mit dem Bodenpersonal, dem theologischen. Ich denke, Künstler... Du sag, was ist. Ja, es ist alles in Ordnung. Christen und Künstler haben, denke ich, eine Gabe bekommen, eben Fenster in den Himmel aufzumachen, wie du es gesagt hast, und zwar andere Fenster, wie es die Theologie tut. Und da gibt es manchmal sowas wie
in Deutschland würde ich sagen, so eine Stutenbissigkeit, ja, dass dann plötzlich so Konkurrenzen aufkommen. Ja. Gott ist mehrsprachig, Gott sei Dank. Er spricht jeden Menschen ganz anders an. Es gibt Menschen, die finden ihre Erfüllung im Dienen. Es gibt andere, die finden ihre Erfüllung dadurch, dass sie in die Meditation, in die Stille gehen. Es gibt andere, die in der Diakonie, also in der tätigen Nächstenliebe drin sind. Und genauso ist es halt so, dass Menschen eben nicht nur, das ist jetzt sehr protestantisch gesagt, über dieses Wort, über dieses intellektuellen Überbau erreicht werden, sondern dass sie halt durch ganz viele unterschiedliche Sachen erreicht werden. Und ich kenne Menschen, die haben eine Gottesbegegnung gehabt und sozusagen ein Erweckungserlebnis, weil sie in der Bachkantate gesessen sind und nur noch heulen mussten, weil der Heilige Geist sie rausgerissen hat. Das kann auch in einem Rockkonzert passieren. Es kann passieren, indem ein Mensch vor einem Bild steht und mit einem Mal bei einem bestimmten Detail sagt, ey, das hat was mit mir zu tun, hier redet Gott mit mir und damit muss ich mich auseinandersetzen. Und da fängt so ein bisschen das Problem sozusagen an, diesen Kommunikationsanspruch, ja, den fordert die Kirche ja für sich ein. Also quasi katholische Kirche sehr stark, nur der Priester ist letztlich derjenige, der Mittler ist. Und da haben Künstler natürlich gerade in dem Bereich und Künstler, die Christen sind, wenn sie dann vielleicht auch noch zusätzlich eine Berufung haben, da haben die natürlich was geschenkt bekommen, was andere so nicht haben. Aber es ist ein Weg, das zu tun. Und wenn wir bei Wünschen sind, weil du mich ja auch gerade nachgefragt hast, das fände ich auch klasse, wenn es an diesem Punkt noch mehr Gemeinsamkeit geht. Also wenn man sich nicht im Zweifelsfall als Kontra begreift, als Konkurrenz begreift, sondern als Gott ist so vielsprachig, dass wir einfach uns doch bitteschön das positiv bewusst machen dürfen, dass da eine ganze Menge Möglichkeiten mehr drin wären, als wir da so gerne eigentlich meinen. Es gibt vielleicht nur die Einbahnstraße. Und umgekehrt, man muss nicht unbedingt ein Bild malen, weil du zuerst gesagt hast, das Bild, wo dann das Kreuz drauf gemalt ist, sondern es gibt so viel mehr Sprachen da und Möglichkeiten. Da wären wir natürlich bei dem Begriff christlicher Kunst, der genauso eine Chimäre ist wie christlicher Künstler. Wir als Künstler, wir reflektieren Welt, wir versuchen Welt zu transformieren, wir nehmen etwas wahr und wir bekommen unter Umständen etwas geschenkt, Dinge dann anders darzustellen. Ja. Das hat aber eben nicht damit zu tun, dass jemand, der als Christ und Künstler lebt, wenn er als bildender Künstler ist, dann plötzlich ständig Kreuze malt. Ja. Ich persönlich liebe es sehr, wenn mir von einem Musiker, ich bleibe wieder meinem eigenen Genre, erzählt wird, was passiert in seinem Leben, mit welchen Dingen kämpft er und mit welchen Dingen kämpft er auch im Glauben. Ja. Deswegen, ich mag den ganzen Bereich, ich nenne es jetzt bewusst christliche Popularmusik, sehr, sehr gerne und natürlich auch den Bereich, Gott gegenüberzutreten mit guter Musik, mit gemeinsamen Singen. Nichts ist so toll, wie mit Menschen gemeinsam zu singen, weil es auf eine ganz einzigartige Art und Weise miteinander verbindet. Aber der Hype, der darum gemacht wird an manchen Punkten mit Praise and Worship, ja, geht mir an vielen Punkten dann zu weit. Ja, weil wir in diesem Genre meistens nur das Bild des Kumpels Jesus bekommen und des großen, weit entfernten Königs. Ja. Dass mein Glaubensleben aber damit zu tun hat, dass ich feststecke vielleicht an bestimmten Dingen, dass es Dinge gibt, die in meinem Leben Brüche erzeugt haben. Selbst da werden wir als Christen, jetzt rede ich bewusst von den Christen, ja dummerweise nie ehrlich miteinander oder sehr, sehr, sehr wenig ehrlich miteinander, dass das damit zu tun hat. Da würde ich mir manchmal eher wünschen, dass mein Singer, ein Songwriter einen ganz ehrlichen Song schreibt und den auch so vorträgt in einem Gottesdienst, ja, und das eben nicht dann ständig sozusagen das Happy End kommen das, muss. Genau, das, ja. Beziehungsweise das Happy End ständig da ist, ja. Das Happy End ist vielleicht mal in der Ewigkeit irgendwann angesagt und wir haben an manchen Punkten vielleicht die Chance, einen Vorgeschmack davon zu bekommen. Und das ist eine unglaubliche Gnade. Das, glaube ich, passiert auch nicht so häufig. Also wenn ich in die Bibel reinschaue, so wie ich sie verstehe, dann sind das eher die Bergerlebnisse, die passieren. Und da sagt Jesus den Jüngern dann, hey Freunde, wir müssen aber da auch wieder runter. Allerdings dann, Psalm 23, da bin ich auch dabei. Ja. Mhm. Also um das mal so ein bisschen zu erden, sage ich mal vorsichtig. Da höre ich auch viel eben, Austausch ist notwendig, ja. Ehrlichkeit ist notwendig, ja. Sich einander stärken, verstehen notwendig. Also da spanne ich den Bogen jetzt nochmal zurück zum Rat. Genau. Das heißt, eine Möglichkeit zusammenzukommen, auch mal wirklich unter sich zu sein, gestärkt zu werden, bestimmte Aspekte, wie geht es mir als gläubiger, kunstschaffender, genau, Mensch,
und da einander zu begegnen und gut zu tun. Also davon lebt schon auch das Rad. Es gibt eine Tagung einmal im Jahr. Richtig. Ihr habt ja in Deutschland den Rosenmontag, glaube ich, frei. Oder manche Bundesländer haben den Rosenmontag frei, vor dem Faschingsdienstag. Der Fasching ist ein Karneval, das ist eine große Sache von euch da drüben. Bei uns in Österreich ist das eher so Kinderfasching. In bestimmten Regionen. In bestimmten Regionen, wir wollen das jetzt nicht zitieren. Genau. Das heißt Fasching das Thema und immer vor dem Faschingsdienstag, das Wochenende von Freitag bis Rosenmontag, ist einmal im Jahr die Tagung Das Rad, wo ihr aber schon auch offen seid, dass da eben Professionisten, so wie du es erklärt hast, reinschnuppern dürfen und sich das anschauen dürfen und sagen, okay, wir stärken einander, wir feiern Gott, wir feiern die Kunst und wir sind hoffentlich ehrlich miteinander. Also ich meine, ich bin ja jedes Jahr auf dieser Tagung dabei. Also du organisierst sie. Ja, so ist es. Also ich kann das so unterschreiben, auch wenn ich natürlich befangen bin, sage ich mal. Klar, also wir sind da oft schonungslos ehrlich zueinander, weil wir halt auch diesen, wie sagt man so schön, wir haben diesen Freiraum und wir haben auch ein Stück weit diesen Schutzraum. Ja, wenn man sich die Geschichte des Rades anschaut, das Rad ist in den 70er Jahren entstanden, aus dem Druck heraus, dass da Künstler oft von ihren Kirchen noch gar nicht so verstanden worden sind. Also du hast als Künstler, wenn du im Kirchenbereich gewesen bist, oft quasi bist du ganz komisch angeguckt und dann wurde dir gesagt, du bist Christ, wie kannst du Künstler sein? Und im säkularen Business, also im normalen weltlichen Umfeld, ist der Satz genau umgedreht worden. Ja, du bist Künstler, wie kannst du Christ sein? Und das war damals so ein bisschen der Trigger, dass das Rad sich letztlich dann auch zusammengefunden hat, weil also Menschen, die eben Christen und Künstler gewesen sind, einfach gemerkt haben, ich brauche das Gegenüber, das das genauso erlebt. Das heißt, es war am Anfang eine ganz stark seelsorgerliche Zusammenkunft letztendlich, die sich dann weiterentwickelt hat, eben auch in dem fachlichen Austausch. Und auch in den philosophischen, ja, theologischen, auch sich mal grundsätzlich mit eben, was erwartet die Gesellschaft, was ist Lobpreis, wie geht es uns mit Politik, also da geht es schon auch sehr in die Tiefe, ich empfinde das Rad schon auch als auf einer positiven Weise, gesunde Weise, akademisch, also schon auch Horizont erweiternd, nicht nur so, wir haben uns alle lieb und stützen uns, sondern da gibt es schon auch Futter und Stoff und das schätze ich auch sehr. Ja. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, du musst dir einen Zug erwischen jetzt, weil du sagst Ehrlichkeit, muss ich dich jetzt trotzdem fragen, was ist für dich persönlich? Wer ist Gott für dich persönlich? Oder was hat Kunst mit deinem Glauben? Also ganz konkret ein Beispiel oder wie stelle ich mir vor, Glauben und Kunst in deinem Leben? Also zunächst mal gibt es für mich eine ganz große Klarheit darüber, dass wenn wir auf die ersten Seiten der Bibel sehen, dass Gott sich als Schöpfer vorstellt. Ich bin als Künstler in dieses Image hinein geschaffen sozusagen. Das heißt also, wenn man es jetzt sehr überhöhend sagen würde, man erfüllt seinen Schöpferauftrag natürlich auch, wenn man selber kreativ ist. Das betrifft natürlich alle, sage ich mal vorsichtig. Das betrifft nicht nur die Menschen, die da vielleicht eine besondere Begabung geschenkt bekommen haben. Wie ist es bei mir selber mit dem, was mir geschenkt worden ist? Das musst du auch erstmal ein Stück weit finden lernen. Das ist bei jedem Menschen so die Frage, wo er steht, wo er hinkommt. Und da gibt es dann schon immer die ganz persönlichen Geschichten. Also ich habe meine Kunst letztlich auch ein Stück weit mitgeschenkt bekommen, weil irgendwann mal die Eltern und die Tante, die Geigenlehrerin war, gemerkt hat, der Bub scheint da in irgendeiner Form was zu können. Und dann habe ich mit 4, 5 Jahren angefangen, eben Geige zu spielen und dann hat sich das entwickelt. Und es gibt genauso die Brüche drin. Ja? Also ich habe liebmeinende Mitgeschwister gehabt, die nur gesagt haben, du willst ja nur was tun, weil du dich produzierst, du machst das ja gar nicht für Jesus. Also da gäbe es furchtbar viele Geschichten, sage ich vorsichtig. Ich merke, mit dem Gott, den ich kennengelernt habe, der in meinem Leben eine Konstante ist, die immer da ist, die ich immer gespürt habe, das hat auch mit unserer Familiengeschichte was zu tun, wo ich einfach merke, ich weiß, es gibt eine Kraft, die wir Gott nennen und die sich durch Jesus offenbart hat, die andere Religionen ganz anders nennen würden unter Umständen. Aber ich weiß, dass diese Kraft da ist, dass sie mein Leben bestimmt, dass ich mit ihr unterwegs sein darf. Dazu habe ich mittlerweile zu viel erlebt. Das ist auch eine Erfahrungsgeschichte. Und ich merke, dass in meinem Leben das einfach viel mit, ich nenne jetzt mal bewusst diesen sehr offenen Begriff Kreativität zu tun hat. Dankeschön. Und mir hat jetzt sehr gefallen, auch dieses rausgerufen werden von der Tante. Mhm. Und auch, wo wir gesprochen haben, rauszugehen aus der Blase und aus anderen Blasen. Ich
schätze sehr, dass hier das Fenster offen ist. Und wir haben im Hintergrund, ich weiß nicht, ob du als Deutscher, übrigens. Ja, als Deutscher, ob du das kennst, die Sirene, es muss irgendetwas passiert sein. Und das ist, also irgendein, also das habe ich dir noch gar nicht erzählt. In meinem Erstberuf bin ich Rettungsassistent. Ja, ja, genau, das heißt, ich habe 6 Jahre lang gearbeitet und dann habe ich mich anders entschieden. Ja, auch eine spannende Geschichte. Auch eine spannende Geschichte, die leider, ja. aber dieses rauszugehen, nur aus unserer Blase, ja, um mit uns zu beschäftigen, sondern auch wahrzunehmen, was geht ab, was will der Chef hier in diese Welt bringen, was ist möglich und was ist erst in der Ewigkeit möglich. Genau, so ist das. Herzliche Einladung zum dasrad.org. Sei dabei, Schnupper. Und auch sonst, wenn du Fragen hast, info@artcross.at. Es gibt auch eine Telefonnummer bei uns, aber man kann mich anrufen. Und genau, das werde ich vermitteln. Ich habe deine Nummer. Genau. Danke für das Gespräch. Thomas Nowak, gute Fahrt Richtung Deutschland wieder zurück. Komm gut heim, viel Segen. Danke fürs Dasein können und bis dann. Super spannendes Gespräch. Also ich muss es mir unbedingt noch einmal anhören und noch einmal anhören. Und das rate ich auch dir. Wie viele Zitate waren da drinnen? Wie viel Weisheit? Thomas Nowak, Musiker vom Popularmusikverband, eine christliche Popmusikbeauftragte gibt es. Ich staune, was es alles gibt. Und es ist schön und es ist gut, dass wir dazulernen, Brücken bauen und dass Fenster in den Himmel geöffnet werden. Danke fürs Zuhören.